Meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im sechsten Türchen meines Highlights Adventskalenders und ich wünsche euch allen schon mal einen frohen Nikolaustag und vielleicht ist der Stiefel ja heute auch ein bisschen gefüllt, denn der Nikolaus hat ja meistens genügend Abstand und sollte heute nicht zu Problemen führen. Heute mit Die andere Welt von Julie Cohen, einem Buch, das mich optisch nicht so richtig angesprochen hat, aber dann tatsächlich der Klappentext super spannend war und die Geschichte dann großartig war. Wir treffen hier auf Luise und auf Louis, die einen sehr ähnlichen Lebensweg haben und sehr viele unterschiedliche Dinge erleben und eigentlich aber sehr, sehr ähnlich sind. Und was sie aber eben unterscheidet, ist ihr Geschlecht. Und wir erleben im Grunde, dass das Leben von beiden das auch gewisse Parallelen hat. Und ich kann gar nicht so viel verraten, weil ich weiß, dass der Klappentext doch ein bisschen was anderes erzählt hat und ich etwas ganz anderes angenommen hatte nach dem Klappentext, als es dann hier drin der Fall ist. Und ich möchte tatsächlich auch gar niemanden irgendwie darüber spoilern. Deswegen kann man im Grunde einfach so sagen, dass wir hier eine Lebensgeschichte von Luise und von Louis haben, die gewisse Überschneidungen hat und hier definitiv der Fokus, vielleicht an mancher Stelle auch ein bisschen klischeehaft, eben auf den Geschlechterunterschied legt. Also wie gehen Eltern um, wenn sie ein Mädchen haben, einen Jungen haben, was passiert im Freundeskreis, wie ist das mit Lehrer, wie ist das mit Menschen, die sie neu kennenlernen, wie ist das vielleicht auch mit Liebesgeschichten und das beide erleben wir bei Julie Cohen. Und wem das jetzt verwirrt hat, das tut mir sehr leid, für mich war diese Geschichte aber definitiv ein Highlight. Zum einen hatte mich ja schon der Klappentext angesprochen und was ich mir da erhofft habe, kam dann aber nicht mehr ansatzweise an dem heran, was Julie Cohen daraus gemacht hat. Und gerade dieser Moment, dass da doch irgendwie ganz andere Dinge passieren, als ich sie mir vorgestellt habe, fand ich einfach großartig. Julie Cohen hat hier Charaktere erschaffen, die authentisch sind, die in einer Welt leben, wie wir sie eben auch kennen und wie man sich das eben auch vorstellen kann. Alleine, wenn ich daran denke, wenn man in eine Babyabteilung geht und da gibt es irgendwie nur rosa und blau und man denkt sich so, man ist doch im 21. Jahrhundert. Es gibt so viele Farben und warum müssen denn am Ende Jungs was Blaues haben und die Mädchen was Rotes? Das ist etwas, was sich mir überhaupt nicht erschließt, als kleines Beispiel. Und man merkt hier drin, dass das eben auch Unterschiede mit uns macht, ob wir eben einen roten Strampler anhatten oder einen blauen. Und das fand ich faszinierend zu betrachten. Es gab wunderbare Charaktere hier drin, auch die Nebencharaktere fand ich super spannend, auch wurde gezeigt, was Entscheidungen und eben Tätigkeiten, die man vornimmt, Entscheidungen, die man trifft und dann auch zu Taten werden lässt, was das eben für Auswirkungen auf andere hat, wie unsere Eltern vielleicht auf manche Dinge reagieren, unser Freundeskreis, was Entscheidungen letzten Endes tatsächlich ausmachen, wie man sich entscheidet und wie man zu diesen Entscheidungen kommt und dass unser Leben eben nicht einfach nur aus dem Jetzt besteht, aus einem Augenblick, was wir ja ganz oft in Büchern haben, sondern eben es ganz facettenreich ist und schon viel früher vor der Geschichte im Grunde beginnt und eben auch am Ende einfach weitergeht und es eben wirklich nur ein Auszug ist, was wir von Leben lesen, so rum, und unser Leben eben auch nicht einfach aus einer Entscheidung besteht, sondern die Entscheidung entstand aus anderen Entscheidungen, aus anderen Gedankengängen, aus Einflüssen, aus Impulsen und das, finde ich, hat Julie Cohen hier großartig erzählt, großartig verpackt. Ich fand das Buch wirklich Hammer, mir hat es unglaublich gut gefallen, es hat mich lange danach noch in Gedanken begleitet, weil ich hier wirklich ganz, ganz viel mitgenommen habe, nicht nur an dem Stil von Julie Cohen, sondern auch einfach, wie man die Welt sieht, wie man Gedanken sich zu der Welt macht und wie eben Gedanken tatsächlich unsere Taten und unsere Sprache verändern. Und das fand ich wirklich großartig. Also für mich wirklich ein ganz, ganz toller Roman, den ich definitiv nochmal lesen werde, weil er mir ganz, ganz viel gegeben hat und ich wirklich großartig fand. Und ich es schön fand, dass er meinen Erwartungen nicht entsprochen hat, sondern doch nochmal einen ganz eigenen Weg gegangen ist, obwohl ich meine Idee tatsächlich auch gar nicht so schlecht gefunden hätte. Aber sei es drum. Ich fand es mega. Es war mal was ganz anderes, was ich vielleicht sonst auch irgendwie so lese. Und umso mehr hat mich diese Geschichte tatsächlich begeistert und auch gefesselt und auch an mancher Stelle gar nicht mehr losgelassen. Also großes, großes Bücherkino hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und das war es jetzt auch schon, das sechste Türchen. Ich wünsche euch heute einen ganz wunderbaren Nikolaustag. Genießt den Tag, lasst es euch gut gehen. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.